In diesem Slidecast beschäftigen wir uns mit einem Kerninstrument des Personalmanagements, der Personalentwicklung. Zunächst lernen Sie, was unter Personalentwicklung verstanden wird und welche Aufgabengebiete sie umfasst. Danach begleiten wir die X GmbH und ihren Mitarbeiter Max im Personalentwicklungsprozess. Abschließend stellen wir die Prozessschritte verallgemeinert in einer Übersicht dar. Unter Personalentwicklung versteht man die Vermittlung der Qualifikationen und Kompetenzen, die zur optimalen Verrichtung der derzeitigen und zukünftigen Aufgaben erforderlich und beruflich, persönlich sowie sozial förderlich sind. Drei Kategorien von Maßnahmen lassen sich der Personalentwicklung zuordnen: Personalbildung, Personalförderung und Organisationsentwicklung. Zur Personalbildung gehören zum Beispiel die Ausbildung, Fortbildung und Umschulung von Mitarbeitenden. Beispiele für Personalförderung sind Zielgespräche, Coaching, Mentoring, Trainee-Programme und Karriereförderung, während unter Organisationsentwicklung die Anpassung der Organisation an die Entwicklung der Mitarbeitenden verstanden wird. Dies kann zum Beispiel die Prozessreorganisation, die Aufbauorganisation oder einen Kulturwandel betreffen. Im Sprachgebrauch wird Personalentwicklung uneinheitlich verwendet. Im engeren Sinne beinhaltet Personalentwicklung nur Maßnahmen zur Personalbildung. Im weiteren Sinne umfasst Personalentwicklung Aktivitäten zur Personalbildung und Förderung und im weitesten Sinne alle drei hier vorgestellten Kategorien. In diesem Slidecast betrachten wir die Personalentwicklung im weiteren Sinne. Eigentlich ist die Abspaltung der Organisationsentwicklung nicht sinnvoll, da die Personalentwicklung maßgeblich mit der Organisationsentwicklung verwoben ist. Die Stellenbildung als Basis für eine Aufbauorganisation zum Beispiel bestimmt, welche Kompetenzen und Fähigkeiten Mitarbeitende mitbringen müssen, die diese Stelle ausfüllen. Nach diesen Anforderungen richten sich eventuelle Fortbildungsmaßnahmen für diese Stelle. Andersherum ermöglicht die Fortbildung von Mitarbeitenden gegebenenfalls die Übertragung anspruchsvollerer Aufgaben, was zunächst nur einzelne Stellen verändert, im Gros aber zur Anpassung der Aufbauorganisation führen kann. In der Praxis ist die Trennung der Organisationsentwicklung von anderen Personalentwicklungsmaßnahmen trotzdem üblich. Dies kann negative Auswirkungen auf die Effektivität von Personalentwicklungsmaßnahmen haben. Betrachten wir die Vorgehensweise der X GmbH bei der Personalentwicklung. Wie bei allen Unternehmensbereichen sollte die Personalentwicklung an der Unternehmensstrategie ausgerichtet sein. Die X GmbH strebt Qualitätsführerschaft in ihrem Marktsegment an. Hiervon lassen sich verschiedene Aufgaben ableiten. Um den Qualitätsstandard zu heben, sollen zum Beispiel einige Produktionsstandorte modernisiert werden. Die Aufgaben der Mitarbeitenden werden sich mit den neuen Anlagen entsprechend verändern. Damit die Mitarbeitenden die neuen Anlagen fachgerecht bedienen können, soll der Prozess mit Personalentwicklungsmaßnahmen unterstützt werden. Dafür sind zunächst Entwicklungsziele und individuelle Anforderungsprofile erforderlich. Die Frage ist hier, was Mitarbeitende der X GmbH auf welcher Position wann können müssen, um ihre Arbeitsaufgaben erfüllen zu können. Nun weiß die X GmbH, was ihre Mitarbeitenden können sollten, aber noch nicht, was sie tatsächlich können. Sie benötigt Fähigkeitsprofile ihrer Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Dies ist potenziell problematisch. Die X GmbH verfügt über keine aktuellen, vergleichbaren und zentral zugänglichen Informationen über die Fähigkeiten aller Mitarbeitenden. Wichtige Informationsquellen sind deshalb zum Beispiel die Personalbedarfsplanung und Organisationsentwicklung, aber insbesondere die direkten Vorgesetzten bzw. Führungskräfte und deren Einschätzung der Fähigkeiten ihrer Mitarbeitenden. Die Differenz zwischen Anforderungs- und Fähigkeitsprofilen ergibt die Fähigkeitslücke. Um diese Lücken zu schließen, entwickelt die X GmbH nun ein Konzept. Ausgehend von den individuellen Fähigkeitslücken werden die individuellen Entwicklungspotenziale ermittelt. Die X GmbH kann nicht alle Mitarbeitenden so weit entwickeln, dass sie die komplette Fähigkeitslücke schließen kann. Hier müssen andere Wege gefunden werden, um die Lücke zu schließen, wie zum Beispiel durch Personalbeschaffung. Da die X GmbH nur begrenzte Mittel für die Personalentwicklung eingeplant hat, kann sie allerdings nur einen Teil der individuellen Entwicklungspotenziale ausschöpfen. Der Anteil des gesamten Entwicklungspotenzials, der tatsächlich entwickelt werden soll, entspricht dem Entwicklungsvolumen. Danach legt sich fest, wer entwickelt werden soll, um dann unter Berücksichtigung der Fähigkeiten der Adressaten konkrete Maßnahmen zu entwickeln. Max ist einer der Adressaten der Maßnahmen. Betrachten wir die Personalentwicklungsmaßnahme einmal aus seiner Sicht und aus der Sicht seines direkten Vorgesetzten. Max ist unzufrieden. Er hat das Bedürfnis nach persönlichem Wachstum und neuen Herausforderungen.
Die Personalentwicklungsmaßnahme könnte zur Bedürfnisbefriedigung beitragen. Seine Kompetenzen und Fähigkeiten würden erweitert und er hätte mal wieder Abwechslung zu seinen alltäglichen Aufgaben. Er verspricht sich Experten als Ansprechpartner und wenn er selbst ein Experte geworden ist, sogar Aufstiegschancen innerhalb des Unternehmens. Allerdings kann man diese Motivation zur Personalentwicklung nicht bei jedem Mitarbeitenden unterstellen. Personalentwicklung bedeutet auch, dass man mit neuen Herausforderungen konfrontiert wird, was nicht von allen Mitarbeitenden begrüßt wird. Max' Vorgesetzter wünscht sich zufriedene Mitarbeitende und verspricht sich eine höhere Arbeitsmotivation und Produktivität. Dass Max durch die Entwicklungsmaßnahme häufiger nicht an seiner regelmäßigen Arbeitsstätte sein wird, begrüßt er allerdings nicht, genauso wenig wie die Kosten, die die Maßnahme verursacht. Diese gehen zu Lasten des Abteilungsbudgets, das ohnehin knapp ist. Noch kritischer wäre es um das Budget bestellt, wenn die Entwicklungsmaßnahmen Max dazu verleiten, ein höheres Gehalt zu fordern, weil er anschließend höher qualifiziert ist. Der schlimmste anzunehmende Fall für Max' Vorgesetzten wäre allerdings, wenn Max sich durch die Entwicklungsmaßnahmen beruflich umorientiert. Max ist einer der starken Leistungsträger seiner Abteilung. Max' Chef würde Max nicht nur verlieren, sondern sich auch um eine Nachbesetzung kümmern müssen, die in der Einarbeitungsphase zusätzliche Abteilungsressourcen binden würde. Genau genommen handelt es sich bei der Maßnahme um eine Anpassungs- und keine Aufstiegsentwicklung, da Max nur auf geänderte Gegebenheiten vorbereitet werden soll und nicht auf die Besetzung einer höheren Position. Ob Max dies so klar ist, ist aber nicht sicher. Sollten sich Max' Erwartungen nicht erfüllen, könnte die motivierende Wirkung der Maßnahme sich bei ihm ins Gegenteil umkehren. Generell ist festzuhalten, dass qualifiziertere und dadurch produktivere Mitarbeitende als Ergebnis der Personalentwicklung oft als Win-Win-Situation für Unternehmen und ihre Belegschaft gesehen werden können. Differenzierter betrachtet weichen aber auch hier individuelle Interessen teilweise stark voneinander ab. Max' Kollegen, die seinen Arbeitsausfall während der Maßnahme auffangen müssen und nicht dieselben Möglichkeiten wie Max erhalten, haben wir hier noch außen vor gelassen. Max nimmt an der externen Personalentwicklungsmaßnahme teil, stellt aber fest, dass er sich offensichtlich zu viel davon versprochen hat. Die Kursteilnehmer haben ein unterschiedliches Vorwissen, wobei Max das meiste Vorwissen mitbringt. Während die anderen Kursteilnehmenden ihr Wissen und ihre Fähigkeiten zu erweitern scheinen, hat Max das Gefühl, dass sein Wissen zwar aufgefrischt, aber nicht viel vorangebracht wurde. Außerdem erscheint ihm die Schulung des externen Anbieters nicht richtig auf die X-GmbH zugeschnitten zu sein. Es geht zwar um die Bedienung genau des Produktionssystems, das bei der X-GmbH installiert werden soll, aber in einer bedeutend umfangreicheren Ausstattung. Max kommt es so vor, als würde er auf die Bedienung eines Sportwagens vorbereitet, bekommt in der Realität aber nur einen kleinen Wagen. Auch wenn die grundlegende Funktionsweise gleich ist, gibt es doch Unterschiede bei der Bedienung, den digitalen Anzeigen und anderen grundsätzlichen Eigenschaften und Möglichkeiten. Dies wird ihm den Transfer des Gelernten in die Praxis erschweren. Zum Schluss füllt er noch schnell den Fragebogen der X-GmbH aus, um die Entwicklungsmaßnahme zu bewerten. Ein einfacher Fragebogen zur Evaluierung ist ein gängiges Instrument im Bildungscontrolling. Allerdings besitzen die Informationen, die hieraus gewonnen werden können, meist wenig Aussagekraft über die Effektivität und Effizienz des Trainings. Dass Mitarbeitende zum Beispiel die Unterkunft, die Verpflegung, den Trainer oder den Seminarinhalt gut fanden, bedeutet nicht unbedingt, dass sie etwas gelernt haben und dies auch im Arbeitsalltag einsetzen. Ein gutes Controlling erfordert umfangreichere Nachforschungen und sucht Antworten auf die Fragen, ob die gesetzten Ziele erreicht wurden, ob das erstellte Konzept gut ist, ob der Lehr- und Lernprozess angemessen ist und ob die Maßnahmen nicht nur effektiv, sondern auch effizient sind. Fassen wir den Prozess der Personalentwicklung noch einmal zusammen. Zunächst wird ermittelt, welcher Entwicklungsbedarf besteht, für den Maßnahmen konzipiert, durchgeführt und im Rahmen des Bildungscontrollings überprüft werden. Die Bedarfsanalyse richtet sich nach den von der Unternehmensstrategie abgeleiteten Entwicklungszielen und den Fähigkeitsprofilen der Mitarbeitenden, die im Rahmen einer Aufgaben- bzw. Personalanalyse ermittelt werden. Die Differenz aus Entwicklungszielen und Fähigkeitsprofilen ergibt die Fähigkeitslücke. Diese ist die Basis für die Personalentwicklungskonzeption, in der zunächst die Entwicklungspotenziale ermittelt werden, also das Potenzial der einzelnen Mitarbeitenden, ihre Fähigkeitslücken schließen zu können. Anschließend wird abhängig von den bereitgestellten Mitteln entschieden, welche Fähigkeitslücken geschlossen werden sollen. Das heißt, das Entwicklungsvolumen wird festgelegt. Danach werden die Adressaten der Entwicklungsmaßnahme ausgewählt und konkrete Maßnahmen entwickelt. Diese werden umgesetzt und das Gelernte im Idealfall in den Arbeitsalltag übertragen. Ein umfassendes Bildungscontrolling unterstützt bei der Planung, Steuerung und Kontrolle der Personalentwicklungsaktivitäten.
Dazu gehört eine Ziel- und Umfeldanalyse, eine Konzeptanalyse, eine Lehr- und Lernprozessanalyse und eine Wirksamkeits- und Effizienzanalyse. Direkte Vorgesetzte oder Führungskräfte kommen in diesem Schaubild nicht vor. Sie sind aber häufig beteiligt an der Auswahl der Adressaten und Maßnahmen. Sie können wichtige Hinweise aus dem Arbeitsalltag zum Erfolg oder Misserfolg des Lerntransfers liefern und als Multiplikator bei der Weitergabe von Informationen dienen. Da sie aber nicht unbedingt ausschließlich Gründe haben, die Personalentwicklung zu fördern, ist es wichtig, sie für geplante Projekte im Rahmen des Personalentwicklungsprozesses zu gewinnen und konstruktiv einzubinden. Sie haben gelernt, was unter Personalentwicklung verstanden wird und welche Aufgabengebiete sie umfassen kann und wie ein beispielhafter und wie ein typischer Personalentwicklungsprozess aussehen kann.